غرباء 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 ولغير الله لا نحني الجباه غرباء وارتضيناها شعارا في الحياة. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Sieht aus, dass ihr Muslime seid. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Schwester, erstmal danken wir Allah, der es uns ermöglicht hat, dieses wundervolle Treffen mit euch gemeinsam zu organisieren. Und wir haben nur Gutes über die Dortmunder gehört. Und vielleicht haben wir auch gehört, dass wenn sie den Namen des Propheten hören, dann sagen sie, ich bin hier richtig, Alhamdulillah. Wie man auch gehört hat, in Dortmund lieben die Leute ihren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama. Und des Weiteren möchte ich auch Sheikh Bakr danken, der es uns auch ermöglicht hat, diesen Vortrag heute mit euch gemeinsam zu organisieren, liebe Geschwister. Wir haben erstmal befürchtet, dass nicht viele kommen wegen Freitag der 13. Habt ihr Angst vor diesem Tag? Ja, wallah, wie viele unwissende Muslime glauben an so einen Quatsch. Subhanallah. Allah hat schon alles bestimmt. Ob gut oder schlecht. Allah Azza wa Jalla hat alles bestimmt. So sagt Allah Azza wa Jalla zum Stift. Und der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam hat uns berichtet über diese Überlieferung. Inna awwala ma khalaqa Allah al-Qalam. Das erste, was Allah Azza wa Jal erschaffen hat, ist der Stift. Faqala lahu uktub. So sagte Allah Azza wa Jal zu dem Stift, schreib. Faqala ya Rab, mada aktub. O mein Herr, was soll ich schreiben? So sagte Allah Azza wa Jal, maqadira kulli shay hatta taquma as-sa'a. Du schreibst alles auf, was passieren wird, vom Anfang bis zum Ende. Und das war dann die Aufgabe vom Stift. Das war dann die Aufgabe vom Stift, dass er alles niedergeschrieben hat, wie Allah Azza wa Jalla es ihm befohlen hat. Ja, mach nicht den Fehler, den Irregehende machen. Manche, wenn sie einen Raben draußen sehen, Raben, Roba, ihr kennt den, dann sagen sie, besser zu Hause bleiben. Und manche, wenn sie ein Bewerbungsgespräch haben, im 13. Stock, dann sagt er, heute werde ich durchführen. Leute, die nicht an die Bestimmung glauben, sondern mehr an einen Film. Wer hat das gemacht? Freitag der 13. Das war ein mieser Film, oder? Daran glauben sie, subhanallah, und sie lassen die Bestimmung Allahs Azza wa Jal, Qadrullah, zur Seite. Deswegen, liebe Geschwister, lernt eure Religion, dass ihr nicht zu den Abgeirrten gehört und nicht große Fehler in der Religion machen, so dass wir Yawmul Qiyamah Probleme haben werden. Möge Allah Azza wa Jal allen Anwesenden hier das Paradies schenken. Ein wunderschönes Thema für euch. Und wir wollen heute über Al-Jannah sprechen. Und wir reden, liebe Geschwister, über den letzten Paradiesbewohner. Ein Mann, der als letzter das Paradies betreten wird. Wieso? Wo war er zuvor? Wo? Im Höllenfeuer, seid ihr sicher? Kommt ein Muslim in das Höllenfeuer? Ist das eure Akida? Ich rede auch nicht mit Leuten, die genau wissen, was sie sagen. Ist eure Akida, dass ein Muslim auch manchmal im Höllenfeuer bestraft wird? Bei Allah, ihr habt recht. Ich bezeuge bei Allah Azza wa Jalla, dass ihr recht habt. Hört diese wunderschöne Überlieferung. Erst einmal, dass wir wissen, warum wir Muslime sind. Und in diesen Zeiten, wo die Feinde des Islam uns von jeder Seite einengen. Und ihr seht das. Ehe für alle kein Problem. Aber Niqab wird verboten. Seht ihr, was sie vorhaben? Seht ihr nicht, was sie vorhaben? In Saudiya, in Saudi-Arabien dürfen Frauen bald mit Niqab Auto fahren, hier wird es ihnen verboten, aber Saudiya ist das rückschrittliche Land. Seht ihr nicht, was sie vorhaben? Sie wollen den Fassad verbreiten, das Unheil. Und sie wollen diejenigen, die das Gute machen, aus ihrer Stadt verbannen. Sie sollen weit weg,
aber sie sollen nicht das Gute in dieser Gesellschaft aufzeigen. Wie damals Lut alaihi salatu wassalam, als er zu seinem Volk gekommen ist und er sie gewarnt hat. Und wer ist er? Er war der Prophet Allahs azza wa jal. Wer hatte ein größeres Recht, die Leute zu warnen, außer er, liebe Geschwister? Er kam zu ihnen und er sagte ihnen, dass sie diese Schändlichkeit lassen sollten. Was waren sie? Leute, die walayadu billah Männer mit Männern schlafen. Und bald kannst du auch deine Haustiere heiraten. Kein Problem, macht euch keine Sorgen. Als er sie gewarnt hat, als er mit der Offenbarung gekommen ist von Allah und niemand anderen, so sagten sie, Akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Wirft Lut und seine Anhänger heraus aus eurer Stadt. Das sind Leute, ich möchte euch hören, die sich reinhalten wollen. Allahu Akbar. Um was geht es ihm? Dass wir keine guten Menschen sind. Dass wir nicht das Gute machen. Wer hat damals mit dir geredet, als du in der Disco warst? Als du Zina gemacht hast? Als du Drogen genommen hast? Als du Unheil gestiftet hast? Hat jemand zu dir gesagt, wir machen uns Sorgen um dich? Niemand. Niemand von den Behörden ist zu dir gekommen und hat dir diese Worte gesagt. Aber als du angefangen hast, dich zu reinigen, möge Allah unsere Herzen reinigen. So haben sie gesehen, der wird gefährlich, radikal. Heute auch Salafist genannt. Ein praktizierender Muslim, den wollen wir nicht. Als du diesen Weg beschritten hast und angefangen hast, dein Äußeres zu ändern und dein Inneres, walhamdulillah, zum Guten zu ändern, so haben sie gesagt, wir machen uns Sorgen um dich. Wir sagen ihnen, macht euch nicht Sorgen um den Islam, sondern macht euch viel mehr Sorgen, dass ihr den Islam nicht annimmt und als etwas anderes stirbt, außer als Muslime. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. So sterbt nicht anders, außer als Muslime. Als ob Allah uns warnen möchte, indem er sagt, bleibt standhaft auf diesem Weg, bis ihr stirbt. Höre diese wundervolle Überlieferung von unserem Liebling Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der sagte, أَتَرْضَوْنَ أَن تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Begehrt ihr, zu den Sahaba radiallahu anhu, dass ihr ein Drittel der gesamten Paradiesbewohner darstellt? Im Paradies werden viele Leute sein. Es sind nicht nur die Leute von der Umma vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sondern es gab vorher schon Umma von den großartigen Propheten, Nuh alaihi salatu wa sallam, er hatte Anhänger, und Ibrahim alaihi salatu wa sallam, und Moses alaihi salatu wa sallam, und auch Isa, sowie auch Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Es waren Leute, die gegen den Strom geschwommen sind. Es waren Leute, die am Versprechen Allahs festgehalten haben. Es waren Leute, die den Propheten vertraut haben und sie ihnen gefolgt sind auf Schritt und Tritt. Und deswegen sind sie allesamt im Paradies. Und die Leute von Nuh und die Leute von Ibrahim und die Leute von Moses und Jesus sind alle unsere Brüder. Und bi'idhnillahi samil alim werden wir uns im Jannah wiedersehen. Allahumma rzuqna al-Jannah. Wir werden uns alle im Paradies bi'idhnillahi samil alim sehen, liebe Geschwister, weil sie alle Muslime waren. Die früheren, nicht die jetzigen. Er sagte, atardawna an takunu thulutha ahli jannah, begehrt ihr, ein Drittel der gesamten Paradiesbewohner zu sein? Qalu na'am, so sagten sie, gewiss, freilich wollen wir ein Drittel der Paradiesbewohner sein. So sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, fawalladhi nafsi biyadi, inni la'arju an takunu shatra ahli jannah. Ich begehre, ich wünsche mir, dass ihr sogar nicht nur ein Drittel der Paradiesbewohner seid, sogar die Hälfte der Paradiesbewohner seid. Und er sagte, ich werde euch darüber verkünden, ich werde es euch erklären. Innahu la yadkhulu al-jannata illa nafsun muslima. Niemand kommt in das Paradies herein, außer ein Muslim. Sag Alhamdulillah. Nur ein Muslim kommt in das Paradies. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Er spricht nicht aus Begierde, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Wer hat ihm diese Wörter offenbart? Nur Allah azza wa jal. Daher freue dich. Du bist Muslim. Seid ihr alle Muslime? Wenn ihr alle Muslime seid,
Abu'l-Bara, warum das Wort wenn? Wir haben viel gesehen. Wenn ihr alle Muslime seid, dann werde ich euch eine wunderschöne Botschaft machen. Ihr seid schon mal im Paradies, bi'idhnillah ta'ala. Ihr seid schon mal im Paradies. Und so sagte der Gesandte Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, ma min ummatin illa wa ba'duha fil nar wa ba'duha fil jannah. Illa ummati fa innaha kullaha fil jannah. Es gibt keine Nation, außer dass manche Leute in das Paradies hereingehen und manche in das Höllenfeuer. Außer meine Nation, meine Umma, sie sind alle im Paradies. Sie sind alle im Paradies. Eine wunderschöne Botschaft. Richtig. Aber manche kommen sofort rein und manche später. Hast du das gehört, Dina Abbas? Die früheren Völker sind entweder für ewig in das Paradies gegangen oder für ewig in das Höllenfeuer. Aber dann gab Allah Azza wa Jal dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam speziell einen Vorzug, den er keiner anderen Umma gegeben hat. Alle von der Umma des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die als Muslime gestorben sind, gehen in das Paradies. Manche früher und manche später. Manche früher und manche später bedeutet, es gibt Leute von den Muslimen. Ihr Name war Muhammad und Ahmed und Mahmud und Ali. Sie müssen erstmal in das Höllenfeuer hereingehen, damit Allah sie reinigt von ihren Sünden. Welche Sünden können sie gemacht haben, außer Schirk oder Kufr? Weil wenn sie Schirk oder Kufr machen, dann natürlich werden sie nicht das Paradies betreten. Welche Sünden haben sie gemacht? Sinna. Sagt es mir, Sinna. Als erstes. Na. Drogen. Drogen, genau. Na. Schlecht zu ihren Eltern? Schlecht zu ihren Eltern gewesen. Sehr gut, ich sehe, dass ihr euch gut auskennt mit den großen Sünden. Inshallah, meidet ihr sie. Na. Glücksspiel. Glücksspiel. Na. Lotto, Toto, ja? Votto und so. Na. Lügen. Lügen, sehr gut. Gerüchte folgen. Riba, über andere Leute gelästert. Na. Gelüste folgen. Gelüste folgen bedeutet allgemein, jede Sünde ist Gelüst folgen, aber wir wollen. Na. Klauen. Klauen, richtig. Zinsen. Na. Zinsen. Zinsen. Jobby Jobby Center betrogen. Ich weiß, wie ich mit meinen Leuten rede. Das bedeutet, weil sie diese gewaltigen Sünden gemacht haben, was ist passiert? So hat Allah ihnen den Eintritt, nein, den sofortigen Eintritt in das Paradies verwehrt. Sie müssen erstmal in das Höllenfeuer. Und so sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, weil es gibt Leute, sie betrügen die Muslime. Sie sagen, macht was ihr wollt und hört nicht auf Abu'l-Bara und seinesgleichen, denn er möchte euch nur Angst machen. Ihr kommt in das Paradies, ganz gleich, was ihr gemacht habt. Lügt er euch ab? Ja, Wallahi. Wallahi, der lügt. Höre den klaren Beweis, dass dieser lügt. So sagt der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, yadkhulu min ahli hadhihi al-qiblata an-nara man la yuhsi adadahum illa Allah. Von dieser Umma, von den Leuten von Ahlul Qibla, über wen reden wir? Über die Muslime. Werden so viele in das Höllenfeuer eingehen, dessen Anzahl nur, wer kennt? Allah. Warum? Höre weiter. Bima asullah, dafür, dass sie gegenüber Allah Azza wa Jal sich widersetzt haben. Wajtara'u ala ma'siyati, und sie haben es gewagt, gegenüber Allah Azza wa Jal zu sündigen. Wakhalafu ta'ata, und sie haben Allah nicht gehorcht. Wie oft müssen wir beten? Fünfmal. Beten alle hier fünfmal? Wenn nicht, dann gehörst du zu dieser Überlieferung. Möge Allah es euch alles bewahren. Sie haben Allah nicht gehorcht. فَيُؤْذَنُ لِي فِي الشَّفَاعَةِ So sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, so wird mir Yawmul Qiyama die Erlaubnis gegeben, dass ich für diese Leute ein gutes Wort einlegen darf. Aber trotzdem, wo sind sie? In Jahannam. Wann kommen sie raus? Wenn Allah will,
so gibt er die Erlaubnis, wem den Gesandten sallallahu alaihi wasallam diese Schafa'a zu verrichten, ein gutes Wort für sie einzulegen, so kommen einige von ihnen heraus. Alle, die Muslime waren, kommen irgendwann durch die Schafa'a vom Gesandten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam und anderen heraus, liebe Geschwister. Aber Fakt bleibt, lasst euch nicht von Leuten erzählen, diese Sünden. Kein Problem. Wenn du auch viel sündigst, du bist ein Muslim und du kommst in das Paradies. Der lügt euch an. Der lügt euch an. Und wenn wir Hadithe lesen, dass Allah Azza wa Jalla bestimmten Leuten verziehen hat, wer sagt uns dann, dass Allah uns verzeihen wird? Allah Azza wa Jalla sagt, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَىٰ Allah wird wahrlich nicht vergeben, dass man ihm andere Götter zur Seite gestellt hat, dass man etwas anderes angebetet hat außer Allah oder mit Allah oder neben Allah oder außer Allah. Aber gewiss, alles, was unter dem Schirk ist, vergibt Allah, wem er will. Kann ein Muslim mit großen Sünden die Vergebung Allahs bekommen und Allah lässt ihn direkt in das Paradies eingehen? Allah macht, was er will. Kann aber auch ein Muslim wegen einer großen Sünde, die er mit viel Liebe und mit viel Eifer gemacht hat, und er hat in diesem Moment Allah Azza wa Jal vergessen, kann er deswegen in das Höllenfeuer eingehen? Nein. Die Medaille hat zwei Seiten. Allah Azza wa Jal, er ist barmherzig. Mit wem? Mit den Leuten, die auf dem geraden Weg waren. Aber wer sich lustig macht über die Zeichen Allahs, ich sündige so viel ich will, Allah wird schon mit mir barmherzig sein. Wer hat dir erlaubt, über Allah Azza wa Jal zu sündigen? Wer? Allah ist barmherzig mit wem er will. Und er bestraft, wem er will. Das ist einzig und alleine die Sache von Allah Azza wa Jal. Niemand darf ihm hier hereinreden. Und ihr solltet wissen, Yawmul Qiyamah wird Allah Azza wa Jal so zornig sein, wie er es nie zuvor gewesen ist. Und der Hadith Shafa'a, wo die Leute Yawmul Qiyamah zu den Propheten gehen und sie alle darum bitten, dass die Propheten für sie ein gutes Wort einlegen, so sagen alle Propheten, außer Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, nafsi nafsi. Heute kümmere ich mich nur um meine eigene Seele. Idhab ila ghayri. Geh zu jemand anderen. So sagen die Propheten zu den Menschen. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa alayhim salam ajma'in. Sie sagen, inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadba lam yaghdab qablahu mithla wala ba'dahu mithla. Mein Herr ist an diesem Tag so zornig, wie er nie zuvor so zornig gewesen ist. Und wie er es nie wieder danach sein wird. Möchtest du es an diesem Tag mit Allah aufnehmen? Du kannst hoffen. Du kannst sagen, ich lebe, wie ich will. Und zum Schluss wird mir Allah vergeben. Riskier's. Ich sage dir eins. Wallahi, du hast dir den falschen Zeitpunkt ausgesucht, um so ein gewaltiges Risiko einzugehen. Es wird Leute geben, sie werden erstmal lange im Höllenfeuer bleiben. Und unser Thema ist heute, über den letzten Paradiesbewohner zu sprechen, liebe Geschwister. Aber wir sagen, wenn manche Leute in das Höllenfeuer hereingehen, von den Muslimen, und auch die Kuffar werden in das Höllenfeuer für ewig hereingehen. Was ist der Unterschied zwischen ihnen? Was ist der Unterschied? Diese sind im Höllenfeuer und diese sind im Höllenfeuer. Und so wird es ein Gespräch geben zwischen dem Kuffar und dem Muslim. So werden die Kuffar zu den Muslimen sagen, die allesamt im Höllenfeuer sind. Und die abgeirrten Muslime mit ihnen, die viel gesündigt haben, sie werden zu ihnen sagen, مَا أَغْنَى عَنْكُمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا. Was hat euch gebracht, oh ihr Muslime, die ihr heute im Höllenfeuer genauso drin seid wie wir? Was hat euch gebracht, dass ihr neben Allah niemand anderen angebetet habt? Und dass ihr keinen Schirk gemacht habt?
ihr seid heute genauso im Höllenfeuer wie wir. So werden nicht sie antworten, sondern Allah. Allah wird antworten und sagen, فَبِعِزَّتِي لَاعْتِقَنَّهُمْ مِنَ النَّارِ. Bei meiner Allmacht, ich werde diese Muslime alle aus dem Höllenfeuer herausführen. Allahu Akbar. Wer hat geantwortet? Allah Azza wa Jalla. Warum? Weil ein Muslim niemals dieselbe Strafe bekommt wie ein Kafir. Ein Kafir bleibt wie lange im Höllenfeuer? Für ewig. Aber ein Muslim, er könnte für ein paar Tage hereinkommen. Für ein paar Monate, für ein paar Jahre, riskiere es nicht ganz gleich wie lange. Höre diese Überlieferung. Und wir sollten uns anstrengen, liebe Geschwister, das Paradies von Anfang an zu erreichen. Wir sollten niemals zu den Leuten gehören, die sagen, irgendwie möchte ich das Paradies erreichen. Wenn es auch die niedrigste Stufe ist, irgendwie möchte ich das Paradies erreichen. Nein. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat uns etwas anderes beigebracht. Er sagte, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. Wenn ihr Allah um etwas bittet, dann bittet ihn nur um welches Paradies? Al-Firdaus. Lasst uns hören, was ist Al-Firdaus? Er sagte sallallahu alaihi wa sallam, فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ. Es ist das Paradies, was im Zentrum der Mitte liegt. وَأَعْلَى الْجَنَّةِ. Und es ist das höchste Paradies. Und über dem Paradies Al-Firdaus befindet sich der Thron Allahs Ar-Rahman. Und von diesem Paradies Al-Firdaus, höre zu, von dort entspringen alle Flüsse, nur von dort. Wer möchte nicht dieses Paradies erreichen? Wer möchte etwas anderes als dieses Paradies erreichen, liebe Geschwister? So hören wir über den letzten Paradiesbewohner, wo Abu Huraira radiallahu anhu, und ich werde verschiedene Überlieferungen nehmen, die alle im Sahih stehen, die alle authentisch sind, und ich werde euch ein Bild vermitteln von dem letzten Paradiesbewohner, wie seine Situation sein wird und wie Allah Azza wa Jal mit ihm redet, subhanahu wa ta'ala. So heißt es in dieser Überlieferung, وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ فَيَقُولُ. So wird eine Person im Höllenfeuer verbleiben. Alle, die in das Paradies eingehen sollten, sind in das Paradies eingegangen. Aber es bleibt eine einzige Person. Was war er? Kafir oder Muslim? Ein Muslim, der immer noch im Höllenfeuer bestraft wird. Er ist im Höllenfeuer. So sagt er, ja Rabb, oh mein Herr. Höre, قَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا. Oh mein Herr, befreie mich aus dem Höllenfeuer. Sein Gestank hat mich vergiftet. وَأَحَرَقَنِي ذَكَاؤُهَا. Und seine Flammen haben mich gänzlich verbrannt. وَأَحَرَقَنِي ذَكَاؤُهَا. فَصْرِفْ وَجْهِ عَنِ النَّارِ. So lasse mich aus dem Höllenfeuer herausgehen. Und in einer anderen Überlieferung sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, يَظَلْ يَدْعُ رَبَّهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً. So bleibt er und er bittet Allah 40 Jahre hintereinander, dass Allah ihm aus diesem Höllenfeuer befreien soll. Was macht er? 40 Jahre hintereinander bittet er Allah von morgens bis abends, dass Allah ihm herausgehen lässt aus diesem Höllenfeuer. Was ist seine Hauptsorge? Hä? Was ist seine Hauptsorge? Sagt es mir. Herauszukommen aus dem Höllenfeuer. Was ist unsere Hauptsorge? Deswegen sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam immer ein Dua, das ihr euch merken solltet. Er sagte, Allahumma la taj'ali dunya akbara hammina. O Allah, lass die Dunya nicht zu einer größeren Sorge für uns sein, als die Akhira, als das Jenseits. Vergesse niemals den Dua, o Diener. Dieser Diener, er bleibt so lange im Höllenfeuer, bis er Allah Azza wa Jal Tag und Nacht darum bittet, dass Allah Azza wa Jal ihn herausbringen soll aus diesem Höllenfeuer. Aber Allah Azza wa Jal subhanahu, er weiß, warum er seine Diener bestraft. Und er weiß auch, warum er mit seinen Dienern barmherzig ist. So erhört Allah Azza wa Jal
das Bittgebet von diesem Mann, der der letzte Paradiesbewohner ist. فَإِذَا أَدْنَاهُ مِنْهَا فَيَسْمَعُ أَسْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ Wenn Allah Azza wa Jal ihm herausbringt aus dem Höllenfeuer, so nähert sich dieser Paradiesbewohner langsam dem Paradies. Aber er ist noch nicht hereingegangen in das Paradies. So hört er die Stimmen der Paradiesbewohner, wie sie das Paradies in vollen Zügen genießen. Möge Allah uns allen das Paradies geben. Er hört diese Stimmen und er sagt, ja Rabb. So wird Allah Azza wa Jal ihm einen Baum subhanahu wa ta'ala bringen. Und dieser Höllenbewohner, wenn er sieht, was für ein wunderschöner Baum Allah Azza wa Jal ihm dort bereit gemacht hat, und er war lange Zeit im Höllenfeuer. Was ist sein Begehren, dass er was sucht unter diesem Baum? Schatten. Schatten. Überleg, er war vielleicht Hunderte oder Tausende oder Millionen von Jahren im Höllenfeuer. So bekommt er einen Baum, unter dessen Schatten er sich ausruhen möchte. Sagt ja Allah, nur dieser Baum, dann werde ich dich nie wieder um etwas bitten. Allah sagt zu ihm, versprichst du mir das? Er sagt, ich verspreche dir, dass ich dich nie wieder danach um etwas bitten werde. So wird Allah einen schöneren Baum erschaffen. Und dann sagt er, ja Rabb, diesen anderen Baum. Lasse mich unter dem anderen Baum Rast machen. Lasse mich unter dem anderen Baum meinen Schatten suchen. Allah sagt zu ihm, du hast versprochen, dass du nie wieder nach etwas fragst. Und Allah Azza wa Jal entschuldigt ihn, weil er weiß, Allah Azza wa Jal, dass er sich nicht zügeln kann bei dieser wunderschönen Sache, liebe Geschwister. So fragt er, nachdem Allah Azza wa Jal einen dritten Baum erschaffen hat, sagt, ja Rabb, lass mich unter diesem Baum Rast machen. Subhanallah. Er weiß, dass er eigentlich dieses Paradies nicht verdient. Dieser Höllenbewohner weiß das. Fayaqul, ja Rabb, nachdem er dem Paradies schon so nah ist und immer noch nicht eingegangen ist, er sagt, ja Rabb, atriniha, fayaqulu, yabna Adam, ma yasrini minka. So sagt dieser Mann, dieser letzte Höllenbewohner zu Allah Azza wa Jal. Haben wir einen barmherzigen Herrn? Mit wem redet er? Mit wem redet er? Mit wem redet Allah? Mit wem? Mit einem Sünder durch und durch, der es eigentlich nicht verdient hat, dass Allah mit ihm redet. Allahu Akbar. Welchen Rabb haben wir? Wie barmherzig ist dieser Herr, dass er mit dem letzten Paradiesbewohner redet, liebe Geschwister. So sagt Allah Azza wa Jal zu ihm, wann hörst du endlich auf, mir Fragen zu stellen? Wann bist du endlich zufrieden? Ma yasrini minka. Wann hörst du auf, endlich Fragen zu stellen? Fadhu lil Jannah. So geh in das Paradies herein. Fa inna laka mithla dunya wa ashrata amthali dunya. So soll dir im Paradies genauso viel an Schätzen gehören, wie in der gesamten Dunya vorhanden war. Und nochmal 10-mal darauf. Für wen? Für wen? Für den letzten Paradiesbewohner. So soll dir die Dunya gehören, so viel wie an Reichtum vorhanden war, und noch das 10-fache dazu. Was sagt dieser Mann? Qala ya Rab, oh mein Herr, atastahzi'u minni? Machst du dich lustig über mich? Wa anta rabbul alamin, und du bist der Herr der Weltenbewohner? Glaubt er es oder er glaubt er es nicht, dass er so viel bekommt? Er glaubt es nicht. Er sagt, ich soll so viel bekommen wie die Dunya und noch das 10-fache dazu? Eine Frage. Wir reden über den letzten Paradiesbewohner. Was bekommt er? Nochmal. Hä? Die Dunya, einmal die Dunya und nochmal das 10-fache dazu. Das heißt insgesamt 11. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on. On bir. 11. 11, damit ihr versteht. Und manche können hier kein Deutsch. Kennt ihr, eine Frage an euch, kennt ihr irgendeinen König in der gesamten Geschichte, in der gesamten Menschheitsgeschichte, der so viel wie die ganze Dunya besessen hat? Hm? Selbst Gaddafi nicht? La'natullah alayh. Selbst er nicht? Er hat 200 Milliarden hinterlassen. War das die ganze Dunya? Nein.
Und wenn ein König etwas besessen hat, dann nur ein Teil von der Dunya. Und war jeder ein König? Nein! Nicht jeder konnte sich aussuchen, ich bin ein König. Um ehrlich zu sein, wer ist Hartz-IV-Empfänger hier? Keiner möchte sich aussuchen. Alhamdulillah, es gibt Leute, die stolz sind. Ich war einmal in einem Vortrag, war die Moschee voll gewesen, subhanallah. Habe ich gefragt, wer von euch arbeitet? Da haben sich nur 3 Leute gemeldet. Ich glaube, die haben sich noch geschickt. Und hier ist umgekehrt, Alhamdulillah. Möge Allah euch immer gute Jobs geben, die halal sind. Welcher König hat so viel besessen wie die gesamte Dunya? Und wer ist überhaupt König? Wer kann König sein? Aber Allah Azza wa Jal hat das für den letzten Paradiesbewohner bestimmt, dass er reicher ist als jeder König, der in der gesamten Menschheitsgeschichte gelebt hat. Und noch besser, er muss nicht einmal fürchten, dass seine Frau ihm etwas von diesem Vermögen nimmt. Alhamdulillah. Und als Abu Mas'ud, als Ibn Mas'ud radiallahu anhu diesen Hadith erzählt hat, فَضَحِكَ Ibn Mas'ud radiallahu anhu, so hat er angefangen zu lachen. فَقَالَ, so sagte er zu den Leuten, die mit ihm standen, أَلَا تَسْأَلُونِي مِمَّا أَضْحَكْ, wollt ihr mich nicht fragen, warum ich lache? فَقَالُ مِمَّا تَضْحَكْ, warum lachst du, O Ibn Mas'ud? قَالَ هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. So hat auch der Gesandte gelacht, als er diese Überlieferung erzählt hat. Deswegen habe ich gelacht. فَقَالُوا مِمَّا دَحَكُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. Als er gefragt wurde, der Gesandte صلى الله عليه وسلم, warum hast du gelacht? Er sagte, مِنْ ضَحِكَ رَبِّ الْعَلَمِينَ, weil auch Allah gelacht hat, als ich das von ihm überliefert habe. Seht ihr, wie die Sunna ist? Allah lacht, also lacht auch der Prophet صلى الله عليه وسلم. Ibn Mas'ud hört ihn lachen, er lacht auch. So war die Sunna vom Gesandten صلى الله عليه وسلم. Und nicht wie in der heutigen Zeit. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt, kürzt euren Schnurrbart und lasst euren Bart wachsen. Was machen die Leute? Sie haben einen riesen Schnurrbart und keinen Bart. Er sagt sallallahu alaihi wasallam, kürzt euren Gewand. Das heißt, tragt euer Gewand über die, was? Knöchel. Was machen sie? Die Frauen Mini und die Männer Maxi. Die Frauen tragen Mini-Rock und die Männer was? Sie tragen so lang, dass das auf dem gesamten Boden schleift. Ah, würden wir doch nur die Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lieben. Wie soll er Schafa'a für dich machen? Wie soll er ein gutes Wort für dich einlegen? Und du hattest überhaupt nichts mit ihm zu tun. Du sahst aus wie Ronaldinho und wie Baf Didi. Und wal'iyadu billah, die Frauen wie diese Fitness-Spiels. Und zum Schluss wollen sie wie? Wollen sie die Schafa'a von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Und wenn du sie fragst, sie haben nichts mit ihm zu tun gehabt. Bei Allah gar nichts. Also geht der letzte Paradiesbewohner in das Paradies herein. So sagt er, Fayaqul, er redet immer noch. Er sagt, nachdem Allah azzawajal gesagt hat, Udkhul lil Jannah, geh in das Paradies herein, er sagt, Ey Rabbi, كيف وقد نزل الناس منازلهم. Wie soll ich in das Paradies hereingehen? Und das Paradies ist mit anderen Worten voll. Er guckt in das Paradies herein. Hier gibt es besetzte Häuser. Nicht von den Linken, von den Paradiesbewohnern. Besetzte Häuser. Dort schaut er auf einen Fluss, die Leute sitzen. Er guckt nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Er sieht keinen Platz. Er sagt, ja Allah, das Paradies ist voll. Der Ärmste, subhanallah, höre eine Überlieferung, die manche Hadith-Gelehrte als Hasan klassifiziert haben. So sagte Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Al-Jannatu mi'atu darajatin, walau anna al-alamin ajtama'u fi ihdahum wasi'atum. Das Paradies hat 100 Stufen. 100 wie viel? Stufen. Wenn die gesamten Paradiesbewohner nur in eine Stufe von den gesamten 100 Stufen eingehen würde, so würde diese Stufe für alle reichen. Allahu Akbar. Und dieser Ärmste, was sagt er? Es gibt keinen Platz mehr.
In einer anderen Überlieferung, bei Imam Muslim, يَخْرُجُ هَذَا الرَّجُلْ مِنَ النَّارِ حَدْوًا. Er kommt kriechend heraus aus diesem Höllenfeuer, liebe Geschwister. So sagt Allah Azza wa Jal zu diesem letzten Paradiesbewohner, تَمَنَّا, wünsch dir was. Allahu Akbar. Wünsch dir was? Wünsch dir, was auch immer du dir wünschen willst. فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّا. Sein Herr fragt ihn, wünsch dir was. Und er wird anfangen, sich zu wünschen, was auch immer er sich wünscht. Ja, ich möchte dieses und das und das und das. Bis Allah Azza wa Jal ihn weiter erinnert, was er überhaupt haben möchte. Wir kennen nur Sachen, die wir mit dem bloßen Auge sehen. Aber gibt es viele wunderschöne Sachen, die wir noch nie gesehen haben? Antwort. So fängt Allah Azza wa Jal, höre zu, حتى إن الله لا يذكره فيقول له, so sagt Allah Azza wa Jal, تمنى كذا وكذا, so wünscht dir dieses und jenes. Du Jahl, du weißt gar nicht, was du dir wünschen sollst. حتى إذا انقطعت بالأماني, dann hat er wirklich keine Wünsche mehr. So sagt Allah Azza wa Jal zu ihm, ذلك لك, all das, was du dir gewünscht hast, gehört dir. Und das, woran ich dich erinnert habe, gehört ebenfalls dir. Und nochmal das Zehnfache dazu. Allah Akbar. Nimm diese wunderschönen Sachen. Nimm deine schöne Yacht. Nimm deine schöne Insel mit weißem Sand und grünen Palmen. Kennt ihr sowas Schönes? Wir sehen sowas nur auf Bildern. Kennt ihr diese Zeugen Jehovas? Die haben immer so Bilder dabei und zeigen dir, das ist Al-Jannah, sagen sie, das Paradies. Wallah, es gibt Orte in der Welt hier, in dieser Welt, die sind schöner als deine Bilder. Die haben keine Ahnung. Die wissen nicht, was Al-Jannah ist. Wer weiß, was Al-Jannah ist? So sagte Allah Azza wa Jal in einer heiligen Überlieferung, Subhanahu wa Ta'ala, أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ. Ich habe für meine, welche Diener etwas vorbereitet. Für irgendwelche Diener? Für meine rechtschaffenden Diener etwas vorbereitet. مَا لَعَيْنٌ رَأَتْ, was kein Auge gesehen hat. Wa? Kein Ohr gehört hat. Und was in keiner Herzensvorstellung vorkommt. Was du gesehen hast an wunderschönen Frauen, so sind sie nicht dieselben wie die Hurle. Habt ihr schon mal nicht viele Frauen gesehen? Die Hurulain sind nichts im Vergleich. Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, einer der Tabi'in, er sagte, wenn Allah für die Paradiesbewohner nicht bestimmt hätte, dass sie niemals sterben, würden sie sterben an dem Anblick der Paradiesjungfrau. Subhanallah. Dieser Paradiesbewohner, der jetzt reingegangen ist als letzter in das Paradies, der ehemalige Höllenbewohner, er ist jetzt ein Paradiesbewohner, so wird er, wie es in der Überlieferung heißt, ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ. Dann betritt er sein Haus im Paradies. Aus was sind die Häuser im Paradies? Gold. Aus Gold und Silber. Und Silber. Und der Boden ist aus Mist. Und manche Häuser sind aus Perlen. Perlen. Hast du schon mal eine Perle in der Hand gehabt? Aus Perlen. Allahu Akbar. Möge Allah uns das Paradies geben. Amen. So kommt er herein in das Haus, welches Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala für ihn bauen gelassen hat. فَتَدْخُلُ عَلَيْهِ زَوْجَتَهِ. So kommen seine zwei Paradiesjungfrauen in das Haus herein. Wie viel? Zwei. Warum in der Dunya vier und im Paradies für den Ärmsten zwei? Weil Allah weiß, dass die Männer dieses begehren. Ich habe einmal über das Paradies gesprochen. Da war so ein Miskin, so ein Frauenversteher. Kennt ihr diese Leute? Schreibt, ja, ich finde das unfair, dass man so viele Frauen im Paradies hat. Ich möchte nur eine. Erstmal, ja, Abu Batal, wer hat dir gesagt, dass du überhaupt in das
Paradies hereingehst. Und zweitens, er macht auf Frauenversteher. Und wenn er das Paradies bekommt, möge Allah ihm das Paradies geben. So wird er verstehen, was wir gemeint haben. Vielleicht hat seine Freundin oben zu. Und das sind die, die unterdrückt werden von ihren Frauen. Das zeigt sich dann deutlich in einer bestimmten Situation. Wer von euch hat Angst vor seiner Frau? Ganz im Ernst. Wer ist verheiratet von euch? Und wer hat Angst vor seiner Frau? Ein Scherz sagte, wallahi, würden wir so viel Angst vor Allah haben wie vor unseren Frauen, wir wären die besten Diener. So kommt er in sein Haus herein. Wie viele warten auf ihn? Zwei Paradiesjungfrauen warten auf ihn, liebe Geschwister. Und sie sagen, Alhamdulillahi alladhi ahyaka lana wa ahyana lak. So sagen sie, gepriesen sei Allah, der dich für uns erschaffen hat, der dich für uns zum Leben gebracht hat und der uns für dich zum Leben gebracht hat. Was sagt der letzte Paradiesbewohner, der Ärmste im Paradies? Er sagt, Fayaqul, ma u'tiya ahadun mithla ma u'tiyat. Niemand hat Besseres bekommen als ich, und er ist der ärmste Paradiesbewohner. Hat er so viel bekommen wie Abu Bakr? Wie Umar? Wie Uthman? Wie Ali? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam saß einmal mit den Sahaba radiallahu anhu. Und er sagte, seht ihr die Sterne da oben? Sie sagten, wir sehen sie, ja Rasulallah. Er sagte, das Paradies von Umar und Abu Bakr ist von euch so weit wie die Entfernung zwischen euch und den Sternen. Ja. Du lebst hier 3-4 Tage, von mir aus 3-4 Wochen oder 3-4 Jahre, und dann kehrst du zurück zu Allah. Willst du all dieses lassen? Höre, was der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam über die Frauen im Paradies gesagt hat. Er sagt, walau anna imra'ata, wenn eine Frau, das bedeutet eine Hur al-Ain, min ahli al-Jannah, von den Leuten des Paradieses, ittala'at ila ahli al-Ard, sie guckt herunter von oben auf die Erde, la'adha'at ma baynahuma, so wird sie die gesamte Erde und Himmel mit Licht ausfüllen. Und sie wird alles, ich bin schon aufgeregt, sie wird alles mit Duft ausfüllen in dieser Dunya. Subhanallah. Und das sage ich dir, o Diener Allahs, der du so viel Geduld hast mit deiner Frau, die nicht immer das tut, was du von ihr möchtest. Die Frauen im Paradies erwarten dich schon sehnsüchtig. Die Frauen im Paradies erwarten dich schon sehnsüchtig. Versäume nicht, so eine große Gnade von Allah Azza wa Jal zu verpassen. Bei Allah, du wärst ein Verlierer hier in dieser Dunya und in der Akhira. Und ich möchte beenden, liebe Geschwister, dass ihr wissen solltet, dass eine Frau im Paradies nicht immer gleich aussieht. Denn jeden Freitag wird es im Paradies was geben? Einen Markt. Und wenn dieser Markt stattfindet, so gehen die Männer auf diesen Markt, und wenn sie zurückkommen, so sagen sie zu ihren Frauen, bei Allah, ihr seid hübscher geworden. Was macht Allah nicht? Allah lässt keine Langeweile im Paradies aufkommen. Er lässt das nicht zu. Jedes Mal siehst du eine Frau, die hübscher geworden ist. Jedes Mal siehst du eine Frau, die für dich interessanter geworden ist. Jedes Mal siehst du eine Frau in einem neuen Kostüm, wie Abu Huraira radiyallahu anhu arda gesagt hat, inna dar al-mu'mini fil jannati min lu'lu'ati fiha 40 baytan. Das Haus der Gläubigen im Paradies besteht aus einer einzigen Perle, die 40 Zimmer beinhaltet. Allahu Akbar. Aus einer einzigen was? Perle, die 40 Zimmer beinhaltet.
في وسطها شجرة تنبت الحلى. Und darin gibt es einen Baum in diesem Paradies, in diesem Haus, in dieser Perle. Darin gibt es einen Baum, der von Allah Azza wa Jal Subhanahu wa Ta'ala gepflanzt wurde. فيذهب فيأخذ بإصبعه سبعين حلة منظمة باللؤلؤ والمرجان. Wenn der Paradiesbewohner in diese Perle hereingeht, wie viele Zimmer sind darin? 40 Zimmer sind darin. So findet er einen Baum vor. Dieser Baum, er hat besondere Früchte, und zwar Kleidung. Dieser Paradiesbewohner pflückt mit einem Finger 70 Gewänder, die mit Perlen und Korallen verziert sind. Er kommt rein, der Paradiesbewohner, einmal sieht er seine Frau in einem gelben Kleid. Und dann in einem roten Kleid. Und dann in einem lilanen Kleid. Nicht wie hier, Jogginganzug mit Knoblauchreste und erbrochenen vom Kleinkind. Sondern er sieht sie als eine wunderschöne Perle. Subhanallah. Lohnt es sich, Geduld für das Paradies zu haben? Sagt es mir. Es lohnt sich. Und die letzte Überlieferung versprochen. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. Ein Fußabdruck im Paradies. Wie groß sind Menschenfüße? 54? Wir reden über Menschen, nicht über Dinosaurier. Wie groß sind Menschenfüße? Durchschnittlich. 42. Nein, das ist so klein. 44. 43, 44. Durchschnittlich. Lass sie auch 60 sein von mir. Ein Fußabdruck im Paradies ist besser als die Dunja und was die hier ist. Das ist das, was ich für mich und für meine Geschwister begehre. Möge Allah uns allen das Paradies geben. Möge Allah uns nicht von dieser Welt gehen lassen, außer dass er uns vollständig die Sünden vergeben hat. Möge Allah uns an diesem Tag alle Sünden vergeben. Die großen und die kleinen. Die sichtbaren und die unsichtbaren. Die, die wir kennen und nicht kennen. Möge Allah uns Yawm al-Qiyamah ehren mit der Anwesenheit von Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فأيكم تسولون